Armin von GigaTech, ich bin an ganz ungewöhnlichem Ort, nämlich nicht auf irgendeiner Tech-Messe oder bei irgendeiner Präsentation von einem Smartphone, sondern auf der Fashion Week Berlin, wie man hier am roten Teppich, auf dem ich stehe, erkennt. Also für mich eine ganz neue Kulisse und das hat einen Grund, denn ich habe hier das DJI Osmo Mobile Silver in der Hand. Wer sich ein bisschen zurückerinnert, im Rahmen der IFA hatte DJI das Osmo Mobile vorgestellt. Das ist, wie man hier auch sieht, ist so ein Handgimbal. Also ich kann mein Smartphone einklemmen, kann Videos sehen und habe dann wie so eine kleine Steadicam in der Hand, die eben das Gerät die ganze Zeit stabil hält. Und das ist jetzt sozusagen die Lifestyle-Version. Also das sieht man am Design, deswegen auch hier auf der Fashion Week. Die hat so ein bisschen, ich sag jetzt mal, modernere, schickere, fashion-styligere Farben. Ist Silber und hier unten so ein cremefarbener Griff. Die hat auch integriert, hat die Osmo-App, die man ja auf das Gerät macht, um das Ganze dann eben auch zu steuern und hier richtig einzustellen. Die hat jetzt auch so einen Beauty-Modus, der tut seines dazu, dass eben die Videos, die man damit macht, noch schöner werden. Kann man alles noch ein bisschen nachbearbeiten. Und ja, das macht das DJI Osmo Mobile Silver in dem Fall auf jeden Fall interessanter für alle Freunde der Fashion-Videografie zum Beispiel. Ist demnächst erhältlich in Deutschland, kostet 339 Euro. Das ganze Review-Video zu dem Original, zu der Halterung, also zu dem nicht Silver, sondern einfach nur Osmo Mobile, das findet ihr bei uns. Verlinken wir auch hier oben, könnt ihr draufklicken oder unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch nochmal genau die Funktionalität anschauen, was das kann. Und jetzt eben auch für Freunde des guten Geschmacks, für Fashion-Liebhaber, das DJI Osmo Mobile Silver. Ich bin Armin von GigaTech. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.